Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Was drückt der Motor noch nach 40 Jahren? Ich weiß es nicht, wir gucken jetzt gleich mal nach. Heute sind wir beim Zweizylinder Brabant. Das Kompressionsmessgerät habe ich am Start. Den Schlüssel habe ich auch am Start. Und dann gucken wir uns erstmal den Motor an. Und was der Trabi für ein Baujahr ist. Baujahr haben wir hier 1987. Also wenn das der erste Motor wäre, heute haben wir 22, dann sind es 35 Jahre. Ne? Aber ich denke nicht, dass es der erste Motor ist. Kann ich euch aber auch nicht sagen, ob es hier der erste, zweite, dritte Motor ist. Sieht man ja nicht. Ne? Matching Numbers wird er nicht haben. Auf jeden Fall schrauben wir jetzt mal die Zündkerzen raus, bauen eine Batterie ein und dann gucken wir mal, was der Motor noch an Kompression hat. Es wird relativ schnell gehen hier, weil er hat ja nur zwei Zylinder. Können wir mal die Kerzen angucken. Ja, rehbraun, ein bisschen Ablagerung, Isolator Spezial. Kerze 2. Achso, der Motor soll angeblich erst so knapp 1000 Kilometer gelaufen sein. Aber ihr seht, hier ist ein Rallye-Fahrzeug. 1000 Kilometer quasi Vollgas im Rallye-Einsatz. Und davor wurde der neu aufgebaut, der Motor. Hier haben wir eine Bosch. Ja, gerade mal gucken. Abstand würde ich sagen, ist sogar ein bisschen unterschiedlich. Naja, egal, laufen tut er. Wie gesagt, soll nur 1000 Kilometer gelaufen haben, Vollgas halt, im Rallye-Einsatz. Und ja, mal schauen, was denn der Prüfer sagt. So, ich schraube mal den Adapter rein. Zur Erklärung, wenn ich weiß, was Kompression ist. Ne? Wir messen jetzt quasi, wie gut der Kolben noch die Luft verdichtet. Umso höher die Kompression ist, umso besser ist der Motor noch in Schuss quasi, ne? Umso besser geht es dem Motor. Irgendwann, wenn die Kompression zu niedrig ist, schafft der Motor das nicht mehr, das Gemisch so weit zu verdichten, dass es sich entzündet und dann ist es vorbei. Und umso höher die Kompression ist, umso mehr Leistung hat er, weil dann kann man auch besseres Benzin fahren. Genau, so, Adapter habe ich drin. Jetzt können wir den Schlauch noch schnell anschließen hier. Den noch anschließen und dann können wir fast starten. Batterie muss ich noch einbauen. Okay, und noch mal kurz zum Motor und zum Trabi allgemein. Wer den jetzt zum ersten Mal sieht, ja, der ist früher bei einer Rallye gelaufen, deswegen sind die ganzen Umbauten hier und die ganzen Verstärkungen. Ne? Das ist hier alles nicht original, wie ihr seht. Das ist alles mal reingeschweißt worden. Hier habe ich schon mal ein bisschen was rausgeflext, oder weil ich hier Platz brauchte. Hier haben wir noch die ganzen Verstrebungen drin. Hier war eigentlich original auch nichts dran. Das habe ich schön mit Silikon dran geklebt. Blinker auch, damit er wieder ein schönes Gesicht kriegt. Ne? Wie ihr seht, hier ist auch ein bisschen geändert. Luftfilter ist geändert worden. Hier ist ein offener Luftfilter. Das ist extra nochmal drauf gebaut worden, wegen dem ganzen Staub, beim Staubrennen. Hier haben wir ein bisschen Regenrohr, ne? Regenrinne. Und ansonsten, der Motor ist aber soweit original. Ich tue bloß mal das hier wieder drauf. Weil es hieß damals, die Motoren müssen original bleiben, damit es nicht nur ums Money geht, wer gewinnt, sondern damit es einfach darum geht, wer am besten fahren kann. Ne? Weil sonst hätte man einfach hier Tausende von Euro in die Motoren gesteckt und dann hätte man 40, 50, 60, was weiß ich, 100 PS rausgehabt. Also es hieß, Motor muss original bleiben. Und deswegen ist der Motor hier auch original. Und wenn man jetzt dann gucken, was der für Kompression hat, sollten dabei halbwegs normale Werte rauskommen. Ne? Weil, wie gesagt, hier ist nichts umgebaut. Hier ist bloß ein bisschen, das ist eine Belüftung fürs Steuergerät, weil das immer gerne qualmt und heiß wird. Das ist umgebaut. Aber sonst, wie gesagt, der Motor ist original. Hat nicht viel gelaufen. Angeblich bloß 500 bis 1000 Kilometer, aber halt im harten Renneinsatz. Ja, genau. Und was noch ganz interessant ist, könnt ihr mal herkommen. Hier ist
Hier sind noch ein paar Dämpfer eingebaut. Die sieht man hier ganz gut. Das ist auch nicht ganz original. Weil durch die Einschläge, die hier mal kommen, ist hier mal alles weggebrochen. Da hat man Dämpfer eingebaut, damit er die Einschläge besser abfängt. Ne? Das so allgemein dazu. Und wen das interessiert, es gibt auch zu den Trabi auf meinem Kanal schon ein paar Videos. Ich blende die euch mal oben ein. Und da könnt ihr mal gucken, wer hier noch Interesse hat. Wir sind schon mit dem Ding über die Rennstrecke geheizt, haben ein paar andere Reifen drauf gebaut, sind ohne Reifen gefahren, nur auf Felgen. Auf jeden Fall ganz viel Schnulli schon mit dem Ding gemacht. Und dafür ist er halt gebaut worden, ne? Und jetzt gucken wir mal, was er noch so an Kompression hat. Okay. Gut, also Messgerät habe ich angeschlossen. Tue ich mal jetzt erstmal hier hin. Und jetzt starten wir mal den Motor. Also zumindest lassen wir mal stehen. Dann gucken wir mal, was sich hier so tut. Müsste schon reichen. Platter denn? 5,9 bloß. Moment, ich guck noch mal, ich mach's noch mal. 5,9 klingt nach mir. Klingt mir nämlich ein bisschen wenig. Probier noch mal. Wird nicht mehr. Wir können noch mal kurz auf 0 stellen. Noch mal drehen. Was auf jeden Fall bei dem ist, der hat keine Ventile. Also wenn der ein bisschen verschlissen ist, dann liegt es nicht an Ventilen. Also der Zylinder 6 Bar. Nicht so der Hit, würde ich sagen. Gut, machen wir mal den zweiten Zylinder. 6 Bar. Gucken, was der zweite hat. Gut, also. Jetzt gucken wir noch nach dem zweiten Zylinder. Ich bin mal gespannt, ob der auch bloß 6 Bar hat. Und? Sechs Bar. Ja, also die Zylinder haben zumindest nicht viel Unterschied. Ne? Der hat 6, der hat 6,19 Bar. Also, Fazit. 6 und 6,1 ist nicht der Härte. Ne? Also dafür, dass der angeblich bis 1000 Kilometer gelaufen ist. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde 6 Bar ist ein bisschen wenig, oder? Ich fände 7,5, 8 Bar könnt ihr schon haben. Ja, aber gut, es ist halt so. Leistungsprüfstand habe ich ja jetzt nicht hier. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Bis wie viel Bar läuft so eine Bude noch? Und was meint ihr mit den 6 Bar, ob das noch okay ist oder nicht? Weil ich habe nicht so viel Ahnung. Andererseits, jetzt wo die zweite Kerze... Ich habe letztens die Katze getauscht, seitdem läuft er eigentlich wieder gut auf beiden Zylindern und seitdem hat er auch wieder ganz gut Power. Ich bin eigentlich zufrieden, geht eigentlich ganz gut ab. Und deswegen habe ich mir auch eins überlegt, was wir dann im nächsten Video machen mit diesem Auto. Wir werden mal mit dem Gabelstapler vorne drunter fahren, mal ein bisschen anliften und dann schalte ich mal alle Gänge durch und gucke mal, was die Höchstgeschwindigkeit sagt. Ist zwar jetzt auch nicht ganz so eine gute Messung, aber wir machen das mal. Mal gucken, wie viel Höchstgeschwindigkeit der noch bringt. Ja, gut. Also so viel dazu. Wir haben knapp 6 Bar auf dem Motor. Okay, und nachdem wir die Kompression jetzt so gemessen haben, habe ich jetzt mal die Ölkanne geholt. Ja, jetzt machen wir mal noch Öl in die Zylinder rein und messen mal die Kompression, ob die sich ändert, wenn ich jetzt Öl reinmache. Ich bin gespannt,
Ich habe diesmal richtig schönes dickflüssiges Öl. Das ist Motorenöl. Mal gucken, ob das schön abdichtet. Ich bin gespannt. Ich mache mal 2-3 Tropfen rein und gucken wir mal, was passiert. So, wie ihr seht. Mal gucken hier. Ja, schönes dickflüssiges Öl. Machen wir hier mal ein bisschen was rein. Drüben noch nicht. Erstmal noch hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, also Messgerät habe ich angeschlossen. Ne? Wir haben jetzt Öl drin. Und jetzt gehe ich mal hier zum Stoppen. So, dann gucken wir jetzt mal, was er jetzt bringt. Gut, müsste reichen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Minimal besser. 6,24. Gut. Also liegt es schon mal nicht an dem Kolbenring, dass er so wenig Kompression hat. Jetzt prüfen wir mal noch den anderen Zylinder. Okay, also Testung vom letzten Zylinder, hier vom zweiten. Alles angeschlossen. Das dickflüssige Öl habe ich drin. Ich begebe mich mal zum Starten. Und dann gucken wir mal. So, mal sehen. Was haben wir diesmal? Wir haben 6,5 ungefähr. Also wie ihr seht, die Kompression ist ein bisschen besser geworden. Trotzdem könnt ihr mir gerne mal, die Ahnung haben, in Kommentaren schreiben, woran das liegt, dass die Zylinder hier so wenig Kompression haben. Ist das normal oder an was für ein Verschleiß kann das liegen, dass die Zylinder so wenig Kompression haben? Mit Öl minimal höher, aber die Kolbenringe, also so viel höher ist es nicht geworden. Also ne, 6,48 ist jetzt nicht der Burner, es sind jetzt nicht 7 Bar draus geworden. Also gerade mal ein halbes Bar mehr. Also Kolbenringe sind ein bisschen verschlissen, okay, das haben wir durch Öl kompensiert, aber viel mehr ist es nicht. Also, gib mir mal einen Tipp, mich würde es einfach mal interessieren. Woran liegt das, dass dieser Motor hier, der knapp 1000 Kilometer Vollgas gesehen hat und davor überholt wurde, so wenig Kompression hat? Ich bin gespannt. Mich würde es wirklich mal interessieren. So, okay. Und so viel dazu. Und ich würde sagen, dann im nächsten Video machen wir dann mal den Saporosch. Weil bei dem würde mich auch noch interessieren, wie viel Kompression der hat. Da haben wir wieder 4 Zylinder. Und einen Viertakter. Ich bin gespannt. Bis dahin, bleibt dran.